Drei biblische Fakten zum Thema Krieg. Erstens, Krieg ist eine Folge des Sündenfalls des Menschen. Mit dem Sündenfall des Menschen kam Tod, Leid und Übel und auch Krieg in diese Welt. Und seit dem Sündenfall ist Krieg ein Bestandteil der gefallenen Schöpfung. Zweitens, es wird auf dieser Erde keinen Frieden geben, bis Jesus Christus in der Zukunft nach einer 7-jährigen Gerichtszeit sein 1000-jähriges Friedensreich aufrichten wird auf dieser Erde. Bis dahin wird es keinen Frieden auf der Erde geben. Der dreieine lebendige Gott, der wahre Gott, ist der Gott des Friedens und Jesus Christus ist der Friedensfürst, denn er allein wird in der Lage sein, Frieden zu schaffen auf der Erde in seinem 1000-jährigen Reich. Aber er ist auch heute schon der Friedensfürst, denn er bietet den Menschen die Möglichkeit, Frieden zu schließen mit Gott, sich zu versöhnen mit Gott. Und er bietet den Menschen einen inneren Frieden, den Frieden des Gewissens und des Herzens durch Vergebung. Drittens, es gibt eine biblische Kriegstheologie. In den alttestamentarischen Heilsepochen war mit dem Glauben an den dreieinen lebendigen Gott war nicht nur die Rettung der Seele verbunden, sondern auch die Zusage von irdischem Reichtum, von irdischen Gütern wie Lebensraum, Ernte, irdischer Besitz. Das ging mit dem Glauben an den dreieinen lebendigen Gott einher. Und im Alten Testament legitimiert Gott Krieg, er ordnet sogar Krieg an und er selbst führt Krieg, um zum einen die Gläubigen, sein Volk, zu bewahren vor der Vernichtung durch feindliche Völker und aber auch um ihr Lebensraum, um ihre Güter zu bewahren und aber auch um die Ausweitung von Bösen einzudämmen. Im Neuen Testament ist Krieg völlig gegen die christliche Ethik. Und die wiedergeborenen Christen werden aufgerufen, keinen Krieg, keinen Kampf zu führen gegen Menschen, sondern ihr Kampf ist gegen die unsichtbare Mächte der Finsternis, also Dämonen. Krieg ist im Neuen Testament eine Verantwortung der Regierungen. Sie tragen das Schwert und es ist die Verantwortung der Regierung vor Gott, wie sie Krieg einsetzen, zum Guten oder zum Bösen. In der neutestamentarischen Prophetie, in der Endzeit, wird Krieg auch eine große Rolle spielen. Es wird viel Krieg auf dieser Erde geben. Und letzten Endes werden die Menschen Krieg gegen Christus selbst führen wollen. Und dementsprechend wird Christus auftreten mit Macht und Herrlichkeit, um diese Feinde, die gegen ihn Krieg führen wollen, zu beseitigen.